Wo seid ihr jetzt? Das ist immer noch in der Kiste. Ja, das ist ganz cool. Ist jetzt eine Kiste? Auch. Ihr seid in der Kiste oder was? Im Endeffekt ist es ganz einfach. Ah ja, Glowstone und was eine ist Karte, da vor? Einfach eine Karte. Eine blanke Karte. Nee. Die abgespacete Musik, die gerade läuft. Das ist hier. Eine Karte, auf der blanke Karten sind nicht komplett weiß. Ah. Außerdem kannst du keine blanke Karte wirklich herstellen. Ah. Beziehungsweise du kannst sie noch nicht aufhängen, solange sie hergestellt ist. Interessant. Sprich, man muss halt wirklich eine Fläche mit White Concrete komplett abdecken. Und dann kann man damit solche Räume basteln. Ah ja. Schön. Wie gesagt, es ist halt schade, dass es mit dem Shader funktioniert. Ja gut. Ist halt nur auf den Standard-Shader ausgelegt. Also kein. Ja, wie gesagt, ich sehe jetzt eine schöne weißlich-gelbe Box. Ecke, Decke. Ich glaube, da muss jetzt noch ein bisschen Holz rein. Oder guck ich mal, ob Slashback funktioniert. Das Werk hat es ja auch rausgeschafft. Ich bin ja raus. Oh ja. Nice. Oh, jetzt habe ich den Tod vom Lama verpasst. Oh. Aber wenn wir einen Scheiterhaufen in der Kirche bauen, dann muss das so einer sein, mit dem damit der genug Platz hast, dass du den mit Wasser füllen kannst. Und mit so haben die früher funktioniert. Das ist halt der Betrug der Kirche. Dass die Flammen mit Wasser, das ist halt. Dass die meine Kunst. Gekocht wirst oder was? Nö, dass die Flammen vom Wasser gelöscht wurden. Und entsprechend da drauf gedrückt. Ukrain. Sachsen. Ach so, weil Sachsen. Ja, okay. Weil Sachsen. Ja, gut, das macht natürlich Sinn. Entschuldigung fürs Fragen. Oh, ich hab hier noch zwei Schwarzeichen. Wir können einen neuen Baum machen. Na dann. Wenn Mama Baum und Papa Baum sich ganz doll lieb haben. Nö. Nur bei nicht selbstbestäubenden Bäumen. Wenn Papa und Papa Baum sich ganz doll lieb haben. Dann pflanzt mal einen Baum hier wieder neben der Kirche. Das habe ich gerade vor. Ich begebe mich nach oben. Ich weiß nicht, dann was ich als nächstes bauen sie wollte. Sie eine Biene und dann was? Werden sie von einer Biene vergewaltigt, meinst du? Nee, ich glaube, die Bäume stehen schon drauf. Nö, die Biene ist ja kein Priester. Was? Bier gebaut. Es müsste gleich eine dicke, fette Schwarzeiche neben der Kirche auftauchen. Bitte, fette Arzeiche. Hier ist ein Schwein und ein Huhn in einem Boot. Ja. Ja, das ist das Kirchenschiff. Warum? Ach, das Kirchenschiff. Ja. Jupp. Da meine Kirche noch kein Kirchenschiff hat, das muss ich noch irgendwann mal bauen. Ah ja, stimmt. Ich wollte einen Galgen bauen. Direkt hier. Ich habe zwei Dingens hier, zwei Leinen. Wollen wir diesmal einen richtigen bauen? Einen ganz also großen. Einen richtig richtigen? Mit großem Tribüne, mit einer Tribüne, wo man. Das macht. Wollen wir einen Block hoch oder zwei Block? Ich würde sagen, einer reicht. Ich würde ein bisschen Abstand zwischen den Kirchen machen. Dort hinten hier. Oh. Auf dem freien Feld dort hinten. Da ist auch schon der Baum. Du kannst doch irgendwo. Ein bisschen Abstand muss doch sein, dass man theoretisch noch sagen kann, nee, der gehört nicht zur Kirche. Das ist. Du meinst auf dem Marktplatz. Direkt vor der Kirche. Direkt vor der Kirche, da hinten können wir den Marktplatz erstellen, dort hinten.
Hier so? Kann sich die Kirche nur offiziell davon distanzieren, wo er sagt. Also hier, sagst du, hier. Ja. Da hinten ein bisschen Platz hinterm Eingangsportal. Ja, dort, man kommt aus dem Eingangsportal raus, da hat man den Markt und auf Marktplatz werden und. Okay. Finden dann hier Richtung breit statt. Und zwei lang, würde ich sagen. Und da eine Treppe geht's dann. Kessel reinpacken. Dann muss noch eine Treppe hoch und so weiter und dann muss man dort. So, jetzt brauche ich Zäune, glaube ich. Wollen wir Zäune nehmen oder soll ich solchen massiven machen? Gute Frage. Massiv ist immer gut. Okay, massiv und auch Schwarzeiche, sagst du. Okay, muss ich kurz runter und bei meinem aus Stein nachschauen, wie groß ich den gebaut habe, damit er effektiv funktioniert. Aha. Oh, Moment, wir können auch noch eine Falltür ranbauen, damit wir das Ding wirklich auslösen können. So muss das doch. Und ein Hebel dazu. Ja, genau. So, ich hab's gebaut. Und so dass das Opfer dann immer noch stehen kann, dass erst wenn die Falltür betätigt ist, dann kann der. Und dann stirbt er. Eins, zwei, drei. Oh, ich kann einfach die Knöpfe zählen, hey. Eins, zwei. 3, 4, 5, 6, 7, 8 hoch. 8 hoch brauche ich's. 30 frische Alternativen, die man statt Guten Morgen sagen kann. Nice. Na, die wären? Der Morgen, viertliebste Tageszeit des Deutschen. Und trotzdem existiert nur eine sehr begrenzte Auswahl an Grüßen, die man morgens nutzen kann, wenn man andere Menschen begegnet. Damit es nicht immer nur bei dem altbekannten Standards Guten Morgen, Morgen und Moin bleibt, hat der Postillon Experten konsultiert und 30 Alternativen gesammelt, mit denen sie künftig morgens grüßen können. Erstens, guten Anti-Abend. Wollte ich gerade sagen. Zweitens, wohligen Frühstundsgruß. Ja. Blitzi Plotzi. Okay. Hat unsere Erde die Umdrehung also doch wieder geschafft. Wahnsinn. Fünftens. Kaffee. Ja. Oh, mir fehlt's noch als Maulsack. Unheil droht. Als Maulsack fehlt noch. Ich könnte der Morgenröte zärtlich am Hinterkopf küssen. Warum sollte man morgen, wenn sie versuchen gerade was Alternatives zu morgen zu finden? Guten Morgen! Arg, vermaledeites Licht! Zehntens, eisiges Schweigen. Das ist meine Lieblingsbegrüßung. Dasselbe, was ich gestern sagte. Hast du mir die Gitter mitgebracht, Molly? Ich hab die Gitter in meinem Inventar, Moment. Eine rote Sonne geht auf, heute Nacht ist Blut vergossen worden. Ja. Weißt du das? Du dummer Hund. Möge dies der Start eines Tages sein, an dem es Gulasch gibt. Morgenstund hat Blut im Mund, was? Ich meine ja. Einfach nur deine dumme Fresse, ey. Der frühe Vogel kann nicht mal. Das ist eine Begrüßung, die ich fühlen kann. Stell dir mal vor, jemand begrüßt dich mit ein Hoch auf die parlamentarische Demokratie. Ja. Der frühe Vogel kann nicht mal. Deinen Mundgeruch nach zu urteilen, muss es morgens sein. Ach ja. Oh, wir haben viele Schwarzeichen gekriegt. Wir die haben übliche sieben. Socken. Sieben! Übliche. Acht! Wir können zwei neue Bäume pflanzen! Juhu! Der übliche Sockengeschmack im Mund am Morgen, wenn man aufsteht. Abend, Morgen, Mittag, was sind schon Tages- und Jahreszeiten im Augen des Ewigen? Nun. Burunkel und Kapunkel, jetzt ist es nicht mehr dunkel. Oh, ich muss mir ein paar davon merken. Burunkel und Kapunkel, jetzt ist es nicht mehr dunkel. Ich bräuchte jetzt ein bisschen Schwarzeiche. Ich pflanze gerade zwei neue. So. Von wegen diskriminierte Minderheit. Ungeimpfte bekommen viel mehr Intensivbetten als Geimpfte. Ade, du schönes Leben. Oh, ein Baum. Ich bin, glaube ich, fast in den Baum
spawnt. So, eins vor. Machen wir mal zwei vor. Ein zweiter Baum. Ah, sind sie schon da? Yep. Mensch, gerade erst gepflanzt. Die wachsen hier auf diesem Server schnell. Oh, ich bin tot. Der Galgen hat sein erstes Opfer gefordert. Slashback. Ich finde, du sollst auch eine. Du sollst ein Schild aufbauen, auf dem du die Galgenopfer notierst. Und dann immer. Kannst jetzt schon eine 1 drauf malen. Ja, sollte ich. Schade, dass man Dorfbewohnern keine Leine anhängen kann. Es ist eine Hexe. Ah ja. Wenn. Sollte die Hexe zufällig ein Rind, Schwein oder Lama sein, dann kann sie sogar gehängt werden. Nee, ist eine Ente. Das hat ja, man schon mal als Thema. Die müssen wir ertränken. Sie muss büßen, allein in der Spree mit Beton an den Füßen. Oh, weißt du, was ich als nächstes sagen wollte? So, ist so eine schöne Form hier, oder? So ein schöner Pfeil. Geht. Gibt's auch schon eine Falltür? Nee, mach ich noch. Ich weiß nur nicht, auf welche Höhe die dann muss. Aber eine Falltür, durch die man wirklich stirbt, also die, wo man erstmal drauf steht und dann. Wie heißt Riso eigentlich mit echten Namen? Keine Ahnung. Ja, Leute. Natürlich. Sein Nachname. Von Amoriso, Nachname, ja, lol, ey. Ganzen Baum abbauen, bitte. Bin grad dabei. Was meinst du, wozu ich diese Treppe aus Dreck mache? Konnte man an Gitterleinen hängen? Ich weiß nicht. Du hast nur noch Gitter geben. Ich schau mal eben. Wenn, dann wäre das nämlich sehr schön. Da haben wir einen schönen Stahlhaken oben fürs Seil. Im Grunde. Du kannst noch Gitter für die Kirchturm-Dingens geben. Das macht, glaube ich, Sinn. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin gerade stolz auf die Bravo. Bitte was? Sie haben hier gerade eine Liste mit den echten Namen der Stars und da haben sie bei Rezo reingeschrieben, hat bereits erraten, dass sein Künstlername keine tiefere Bedeutung hat. Über seinen echten Namen möchte er jedoch nicht sprechen. Es gibt einige Seiten, die meinen, seinen echten Namen herausgefunden zu haben. Wir sind jedoch der Meinung, wer seine Privatsphäre schützen möchte, sollte dies auch dürfen. Ja. Das Nein, ich für eine, bin ich dagegen. Für eine Seite wie die fucking Bravo, finde ich das ganz ehrlich? Wie bei Paluten, wo einige auch, das sagt er mittlerweile auch selber, weil er den Witz auch aufgegriffen hat. Wo einige der Meinung sind, dass, also, sein Vorname ist schon bekannt, aber sein Nachname nicht, dass er dann, der wird von den Fans, der hat halt irgendjemand mal gemeint, er wüsste den Vornamen von Paluten, nämlich der wäre Patrick Meyer. Das ist scheißegal. Was interessiert mich der Mann? Also Patrick ist wohl richtig, weil er das ist ihm mal irgendwie mal ausgerutscht, weil er mal von seinem Vater so im Video genannt wurde, weil er mal ein Video mit seinem Vater gemacht hat und der Vater mal ihn mit seinem Vornamen genannt hat, aber... Ja, rausgerutscht. Man kann ja Videos bekanntlich nicht editieren oder sowas. Ja. Das geht nicht, das ist unmöglich. Nee. Oh, ich hab das Ding eins zu weit gebaut, hey, cool. Wie ist denn eigentlich Domtendo mit Vornamen? Mit Nachnamen. Wie ist denn der mit dem Namen? Mit Folgennamen. Ich glaube, sein Name war richtig. Ich glaube, sein Name war bekannt. Weil der schon. Nun, für den Vornamen habe ich so eine Idee. Wie wär's mit Dominik? Na, der Nachname. Vorname Dominik, Nachname Tendo. Er ist der Erbe von Nintendo. Eigentlich. Na, der Herr Nintendo, der es damals gegründet hat. Das ist er. Er ist nur schon sehr alt. Weil der Gründer von Nintendo auch Herr Nintendo hieß. Bestimmt. Ist das hier einfach nur Spielzeug oder sowas auf Japanisch? Keine Ahnung. Eigentlich. Das war irgendwas richtig Dummes.
Ich weiß, dass sie jetzt erst, dass sie jetzt erst ein Kartenspiel gemacht haben. Bevor es ja, und dann haben sie Legosteine gebaut. Da gibt es ein Video zu. Ist sehr Klemmbau. Ja, natürlich. Wer, rat mal, wer Rezo schon gedoxt hat. Klemmbausteine. Du? Die Bild. Exakt. Ja. Wer ist die Bild oder du? Die Bild hat ihn gedoxt. Weil ich hab du gesagt. Ja, du hast geholfen. Du hast geholfen. Du bist eigentlich die Bild. Ja. So, Werkbank hast du hier oben, dann mache ich gerade eine Treppe. Ich habe aus Versehen 20 Treppen gemacht. Ich habe mir gerade mal gedacht, wie wär's denn eigentlich? Ich habe mir gerade mal gedacht, wie wär's denn eigentlich, wenn man meiner rechten Partei beitreten würde und einfach mal versuchen, einfach das darauf anlegen würde, ein Parteiausschlussverfahren zu riskieren, um das hinzukriegen. AfD-Parteiausschluss, Speedrun, 80%. Ja. Einmal der AfD beitreten und es gibt Leute, die zu rechts für die AfD sind. Also von daher. Na, was müssen wir tun, damit wir aus der AfD ausgeschlossen werden? Und wie schnell könnten wir das hinkriegen? Ja, erstmal beitreten. Das ist eigentlich schon. Das geht eigentlich schon gar nicht. Ich frage mich, welche Partei dich aufnehmen würde, wenn du aus der AfD wegen rausgeschmissen wurdest, weil du zu links bist. Jede. Zu links schon. Zu rechts wäre es wahrscheinlich die NPD. Wenn man einfach mal in die AfD eintreten und weil du dort. Weil du den Kommunismus ausrufen willst, rausgeschmissen worden. Ich bin dafür, dass du der NPD beitrittst. Einfach mal. Ja, so. Auf gar keinen Fall. Die NPD Warum? Schätze ich noch das mehr. Das würde ich auf keinen Fall tun. Ja, ist doch auch gut so. Sind doch auch sehr, sehr gute Menschen dort. Bestimmt. Einer. Manchmal, wenn er betrunken ist. Die NPD steht wenigstens dazu, was sie sind. Ja. Die sagen wenigstens, dass sie Nazis sind. Nur. Ja. Die widersprechen da nicht. Die AfD ist es und sagt es nicht. Ich bin stolz darauf. Die AfD ist ja nur ein ganz bisschen konservativ. Ja, sicher. Die will sich doch nur auf deutsche Werte zurückbesinnen. Die guten alten deutschen Werte. Ja, während zum Beispiel alle Ausländer raus. Das ist so wie mit Amerika und mit Make America Great Again. Wann zum Fick war Amerika jemals great? Ich glaube, kurz nach dem Krieg. Es ist ein Land, das jetzt gerade ein bisschen mehr als 300 Jahre existiert. Und in keiner dieser Bereiche war es jetzt wirklich ein so dolles Land. Ich glaube, nach dem Bürgerkrieg war es mal ganz nett, kurz. Auch dann nicht. Für die Weißen. Nun. Für die war es, glaube ich, davor auch schon recht nett. Also für die Sklaventreiber war es früher sehr nett. So, jetzt baue ich Stufen. Oh, ich sollte da eine Stufe ranbauen. Also Prof, ich glaube, für die Sklaventreiber war es damals sehr nett in den USA. Ach, du meinst die reichen Weißen? Reichen Weißen? Ich fand es toll. Ich finde es jetzt auch noch toll. Ich finde Donald Trump Jeffrey auch toll. Jeffrey Bezos. Der ist doch gar kein Amerikaner mehr. Der ist doch jetzt im All. Oder ist er noch? Oder ist er wieder da? Jeffrey Bezos war nicht im All im Endeffekt. Aber echt nicht? War vielleicht 80 Kilometer weit oben im Orbit, obwohl nicht mal im Orbit. Im Endeffekt hat er sich nicht qualifiziert als Astronaut. Schade. War sein Penis wohl nicht stark genug. Was? Diese fucking Rakete, ey. Ah! Ja. Wie kam er auf dieses Design? Also, es ist immer noch der einzige, der raumflugfähige Raketen besitzt, ist immer noch SpaceX. Ja. Aha.
alle anderen von den Systemen, da heult, kann er noch so rumheulen, der Bezos. Er hat kein System, was er der NASA anbieten könnte für den Raumflug. Es reicht nicht für einen Marsflug oder einen Mondflug. Ist halt einfach nicht seine Kernkompetenz. Er sollte einfach wieder Bücher verkaufen. Es ist... Da kann er noch so rumschreien wie ein kleines Kind. Anstatt irgendwelche eigenen Punkte zu bringen, kommt immer nur, aber SpaceX, die machen das nicht richtig. Also, ich glaube, in Deutschland wäre AfD wieder. Das ist der wäre FDP. Die anderen haben das auch so, und die anderen haben das auch so gemacht. Die anderen. Ja, schön, jetzt aber immer noch reich. 100% FDP. So, Sekunde, ja. Ich muss mal kurz weg. 200% sogar. Bis gleich. Wenn nicht sogar 7. 207% sogar. Oder 17,3. Was? Beffrey Jesus! Beffrey Jesus! Bin ich mal gespannt, ob das Ding funktioniert. CEO in Schopenhauer, born in 1964, Jeffrey Bezos. CEO entrepreneur born in 1964, Jeffrey Bezos. Come on, Jeffrey, you can do it. Pave the way, put your back into it. Tell us why, show us how. Look at where you come from, look at you now. Zuckerberg and Gates and Buffett, amateurs can't fucking suck it. Fuck their wives, drink their blood. Come on, Jeff, get him! Okay. Ich liebe Bo Burnham. Ach, von ihm ist das. Ich hab mir gedacht, dass ich den irgendwoher kenne. Was so. esse ich nu? Schauen wir mal, ob das Ding funktioniert. Hängen wir diese Kuh als Test. Was funktioniert? Ja, was wohl? Ja, die kommen nicht hoch genug. Okay. Hm. Also, ich meine, sie sterben, aber sie... Die Falltür bringt auf der Höhe nichts. Das muss sich ändern. Look at you now. Zuckerberg and Gates and Buffett amateurs can fucking suck it. Fuck their wives, drink their blood. Come on, Jeff, get him! Was? So, haben wir irgendwas noch hier oben, das nicht fliegen kann? Nein, haben wir nicht. Wir haben nur zwei Hühner. Dann bring ich die Hühner um und hoffe auf einen besseren Spawn. Nein, wir haben das Schiffsschwein. Ich darf doch das Schiffsschwein umbringen, oder? Aber das ist das Küchenschiff, Heile. Ah ja. Beffrey Jesus. Bitte was? Beffrey Jesus. Das Blasphemie hängt ihn. Jeffrey Jesus. Ich bin schon dabei. Das Schwein muss sterben. Ah, verdammt, ich muss das Boot ab. Ich hab das Schwein aus Versehen im Boot umgebracht. Wow. Die Hexe. Die Hexe starb durch eine Spitzhacke. Die guten Bürger haben wieder gesiegt. Ach, gut. Ich meine, so eine Hexe überlebt vielleicht einiges, aber ich glaube, eine Spitzhacke im Kopf, die erledigt alles. Ich brauche aber immer noch irgendein Tier. Das Schwein? Das habe ich aus Versehen im Boot gekillt. Aha. Und gerade ist hier nichts oben. Na gut, ich guck mal, ob ich irgendwo in der Nähe was finde. Eventuell muss ich eine von meinen Kühen hochbringen. Vielleicht haben wir noch irgendwo anders was. Wir haben halt überall nur Hühner gerade. Okay. Hühner und einen Händler. Oder meine Hunde, aber die will ich nicht umbringen. Oh. Man bringt keine Hunde um. Nicht? Nicht außerhalb von China. Restaurants.
Da oben ist ein Schaf. Da komme ich aber nicht hin so. Hm. Na, nehmen wir eine von meinen Kühen. Verdammt. Kommt die raus? Nein. Natürlich nicht. Komm hoch. Kuh. Danke. Nein, nicht du, nicht du, nicht du, nicht du, nicht du. Nicht die andere Kuh. Nein, du gehst wieder rein. It's a moo, it's a shop, but I'm nein. Blue. Ich will nein. Nur sterben, Modi. Nein. Lass sie sterben. Nein, ich hab die andere. Ich hab die andere rausgesucht. Ich bin hier der, der entscheidet, wer lebt und stirbt. Du hast eine suizidgefährdete Kuh, oder was? Nein, eine, die ausbrechen wollte. Ich hab eine amerikanische Kuh, die will Freiheit. Freiheit. Nein, wir haben hier Massentierhaltung. Für die Wirtschaft. Hm. Keine Sorge, den Rest regelt der Markt schon. Ach, der Markt. Der Markt regelt, der Markt regelt. Der Markt regelt einen Scheiß. Der Markt regelt alles, nur nicht gut. Der Markt regelt einen Scheiß. Der Markt verriegelt. Der Markt regelt gar nichts. Auch nicht gut, auch nicht schlecht, auch nicht gut, auch nicht, gar nichts. So, komm jetzt her, Kuh. Das ist nervig, das mache ich nur einmal. Was ist nervig? Ein Tier hier hochzubringen. Galgen sieht aber schon ganz schick aus, finde ich. Ja. So, ich muss noch einmal eine Falltür bauen, dann ist gut. Wie war das gedacht? So, dann. Nein. Moment. Die Kuh hat nicht mehr genug Momentum, verdammt. Jetzt habe ich eine Falltür hingebaut. Tja. Und die Falltür soll doch dahin. Ja, okay, sie springt wieder. Ist immer noch nicht hoch genug, niedrig genug. Verdammt. Okay, müssen wir einen klassischen Galgen bauen anscheinend. Okay. Gut zu wissen. Baust du jetzt einen Gang ohne Falltür? Nee, ich baue keinen ohne. Ich habe gerade die richtige Höhe, dass die bei genug Schwung Schaden kriegen. Deshalb muss ich einen Block das da hinsetzen, einen Block höher, damit die gerade keinen kriegen. Na, Schaden sollen die erst kriegen, wenn die Falltür bestätigt wurde. Ja, genau. Dann mache ich folgendes, dann verschließe ich das Ding hier sogar noch und dann sieht das sogar gar nicht schlecht aus. Erst nach der gültigen Verstrickung. Ja. Da die dann do dann die den okay. Sollen wir einen Arzt rufen, oder? Okay. Er ist tot. Schon wieder, verdammt. Jetzt brauchen wir wieder einen neuen.
Oh nein, Prof. Ah, da ist er wieder. Scheint ihm gut zu gehen. Alles okay. Das sind nur die üblichen Geräusche. Nur die üblichen Anfälle.